Hallo zusammen, aber nicht aus Portugal. Hola aus Spanien. Wir haben eine kleine Unterbrechung unserer Portugal-Reise durchgeführt und sind kurz entschlossen nach Scipiona gefahren, weil wir hier ein bisschen die Sonne genießen wollten, die hier trotzdem nicht ist. Nein, im Moment nicht, aber morgen soll sie wieder da sein. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir waren ja schon letztes Jahr in Gibiona und weil es uns da so gut gefallen hat, sind wir jetzt ganz kurz entschlossen nochmal hierher. Für ein paar Tage Entspannung Ja. und nach dem Intro geht es gleich los, weil wir haben ein Anliegen, das wir mit euch besprechen wollen und das kennt ihr ja schon vom Thumbnail und nach dem Intro fangen wir an. Jawohl. Thema Schmarotzer. Sparfuchs, Thema Nassauer, Thema Schwabe. Also Schwabe sind wir nicht. Und die Nein. Schwaben sind auch per se nicht geizig. Das muss man sagen. Nicht umsonst wird der Mercedes und der Porsche in Schwaben gebaut. Ja, genau. Ja. So, also das ist schon mal der erste Irrtum. Der zweite Irrtum, dass man uns als Nassauer, als Sparotzer und was Gott was alles bezeichnet, das lassen wir nicht so ganz kann auf uns sitzen, denn das sind wir nicht. Nein, Ja. das sind wir also definitiv nicht. Und wer mautfrei fährt, der ist kein Schmarotzer. Und wer frei steht, der ist auch kein Schmarotzer. So zumindest unsere Sicht der Dinge. Und die wollen wir mit euch besprechen. Ihr könnt auch gern dann in den Kommentaren eure Meinung reinschreiben. Das interessiert uns nämlich sehr. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Maut an. Ja, genau. Genau. Also fangen wir erstmal an, warum fahren wir mautfrei? Wir fahren nicht nur mautfrei, wir fahren auch sehr häufig autobahnfrei. Also wir stellen nicht nur mautfrei ein, sondern wir stellen auch oft ein Autobahn vermeiden, weil wir einfach die Landschaft genießen wollen. Ja, genau. Und das geht einfach besser, wenn man neben der Autobahn herfährt. Also. Was aber nicht heißt, dass wir Mautstraßen für gut finden. Wir Nein, finden nein, wir finden Mautstraßen überhaupt überhaupt nicht nicht richtig lustig, gut. ja. Wir finden, alles sollte mautfrei sein, ja. Nein. Zumindest in Europa, ja. Wir lassen ja in Deutschland auch alle mautfrei durchfahren, ja. Aber ist okay, Das das Thema brauchen wir, ist kein Thema für jetzt. das Darum brauchen wir nicht dreht diskutieren, sich's jetzt nicht. Es ja. gibt einfach in manche Länder mautfrei und wir fahren einfach gerne mautfrei, weil, wie gesagt, wir erstens mal uns Zeit lassen, um in ein Land zu reisen. Denn wir reisen, wir rasen nicht, wir reisen. Reisen statt Rasen, gut gesagt, Ja, ja. genau, wir haben einen Ja. Titel. Für uns ist es auch für uns ist es auch Urlaub, durch die Ortschaften zu fahren, gemütlich zu fahren, ohne den Verkehr aufzuhalten, natürlich, falls jetzt darüber Kritik kommt, ja. Ja. Wir sind kein Wohnmobilfahrer, der sich mit 50 über die Landstraße quält, ja. Nein, wir fahren schon ganz ordentlich, also Ich fahre, ganz normal, so wie es sich gehört, ja, ja. genau, und erlaubt ist. Ja, und dass wir die Maut vermeiden, das hat natürlich einen positiven Nebeneffekt, dass wir uns Mautgebühren sparen, aber wir finden auch keine sinnvolle Gründe für Maut, ja. Also für uns ist es einfach auch schöner, nicht auf der Autobahn zu fahren, sondern Landstraße. Man erlebt auch viel mehr, wie ihr ja teilweise auch an den Videos gesehen habt. Ja, genau. Damit ist also das Thema Maut schon mal erledigt. Erledigt. Dann kommt Freistehen und da stellt sich als erstes die Frage der Legalität. Wir haben da schon mal ein Video drüber gemacht. Ich glaube, das war das Video Nummer 192 über Freistehen in Deutschland, Also, wie ja. legal das ist, wie ist die Rechtsprechung und so weiter und so fort. Und das Ganze gilt natürlich nicht für Portugal. Nein, natürlich nicht. Und nach unserem letzten Video, als wir ja von Kap zu Kap gefahren sind, das habt ihr ja gesehen, da standen wir wunderbar schön frei. Das war so schön. Und dann bekamen wir Mitteilungen, in Portugal sei das Freistehen verboten. Also das stimmt so nicht. Man darf in Portugal, wo es nicht verboten ist, bis zu 48 Stunden stehen. Und wo kein Naturschutzgebiet ist. Ja klar, Naturschutzgebiet ist, da soll man ja überhaupt nicht stehen. Das ist ja, also eben mit diesen Einschränkungen. Also es ist erlaubt in Portugal an Stellen zu stehen, an denen es nicht verboten ist, bis zu 48 Stunden. Die Gesetze ändern sich laufend. Die einzigen, die hier kontinuierlich sind, das sind wohl die Holländer. Ja, da ist es strengstens verboten und wird auch sehr stark sanktioniert, wenn man hier frei steht und übernachtet. In Deutschland, wie gesagt, haben wir ein Video drüber gemacht. Das könnt ihr euch gerne anschauen.
Und in Portugal gab es wohl auch die Einschränkung, dass es grundsätzlich verboten ist, aber das ist wieder gelockert. Und wir haben es aktuell recherchiert, also bis 48 Stunden, wo es nicht verboten ist, darf man stehen, solange man kein Campingverhalten an den Tag legt. Das heißt also, Markise ausfährt, Liegestühle rausstellen. Und im Winter, in dem wir im Moment haben, wird es so und so nicht so streng genommen. Also das einmal zum Thema Legalität. Ja, aber wir können jetzt auch ein positives Beispiel natürlich bringen. Wir wollten in, ich glaube, bei Albufeira. Albufeira wollten wir auf einen Stellplatz, der war gerammelt voll. Dann war neben diesem Stellplatz ein Sportgelände Und oder so. ein Parkstreifen, ja. Und ja, ein Parkstreifen. Und da standen schon ein paar Wohnmobile und da haben wir uns mit eingereiht. Also es war völliger an der Straße. Und wir waren sogar Zwei Nächte zwei waren wir Nächte dort. waren wir dort eben und haben unsere Ausflüge gemacht, Fahrradtouren und so weiter und uns das Städtle angeschaut. Und eben nach der zweiten Nacht haben wir dann schon gemerkt, oha, ringsrum sind irgendwelche Aktivitäten. Und dann natürlich sind wir dann schauen gegangen, was ist denn da los? Und da waren sie dabei, Absperrgitter hinzustellen. Aber es kam sofort einer auf uns zu und hat dann gemeint, oh, wir brauchen hier uns keine Gedanken machen, wir können hier gerne noch eine Nacht stehen bleiben. Eben ab morgen ist hier nur ein Sportfest und deshalb wollen sie halt, dass man dann natürlich, wenn dieses Fest ist, diese Sportveranstaltung, dass man da nicht mehr steht, was eigentlich auch vollkommen normal ist und auch in Ordnung. Klar. Ja, und aber wir wollten ja sowieso weiterfahren an dem Tag. Aber er hat uns direkt noch aufgefordert, einen Tag hier zu bleiben, hat uns auch noch gefragt, ob es uns hier gefällt und war natürlich erfreut, als wir gesagt haben, ja, es ist sehr schön. Also, das ist ein positives Beispiel von wegen, man wird hier verjagt. Also, wir wurden bisher noch Nein. nirgends verjagt. Und ich meine, wir machen erstens mal kein Campingverhalten und zweitens verlassen wir auch den Ort, so wie wir ihn wieder vorfinden. Was an sich normalerweise selbstverständlich Ja, ist, ja. und da müssen wir sagen, das sehen wir natürlich nicht bei allen Campern. Die verlassen den Ort eben leider nicht so, wie sie ihn vorgefunden haben. Und das schränkt natürlich auch dann mit der Zeit dieses Freistehen total ein. Ja, aber es ist per se erlaubt. Ja. So, wir wollten auch dazu sagen zu dem Thema Nassauer. Es ist natürlich logisch, ein Flugreisender, der hierher kommt und schon allein im Hotel zwischen 50 und 200 Euro am Tag bezahlt, der lässt natürlich viel mehr Geld in der Gegend. Aber es ist nicht so, dass die Wohnmobilisten kein Geld hier lassen. Wir wissen alle, dass die Anzahl der Wohnmobile extrem zugenommen hat. Nicht nur der Deutschen, es sind auch viele ausländische, also nicht Mensch. deutsche Wohnmobile da, ja. Aber die Deutschen sind schon in der Mehrzahl, Oh kann man nein, sagen. hier, also sind jetzt viel Franzosen und Portugiesen Okay. selber, also. Also, es mag vor 20 Jahren alles viel einfacher gewesen sein, das ist ganz klar. Aber die Einschränkungen haben wir natürlich durch die Masse schon mal und natürlich auch, wie Ossi gerade gesagt hat, durch das Verhalten von vielen Einzelnen. Aber de facto ist, man kann noch freistehen, es gibt etliche Plätze und das tun auch. Den Mehrwert für die Bevölkerung, den gibt es trotzdem. Das beweist sich daran, dass es erstens viele Stellplätze, ich spreche jetzt von der Algarve, da gibt es viele private Stellplatzbetreiber, die ein Grundstück haben mit 3.000, 5.000 Quadratmeter und das haben sie für Wohnmobil Stellplätze und mit Entsorgung und Versorgungsgelegenheiten ausgebaut. Die nehmen dafür zwischen 10 und 12 Euro, teilweise sogar mit Strom, absolut moderate Preise. Und sie bieten auch gleich zwischen 3 und 5 Euro an für Durchreisende, die können hier auch ver- und entsorgen. Absolut genial. Ein Geben und Nehmen für den Camper, der auch weiterfahren kann, der versorgen kann. Alles ist ordentlich aufgeräumt und derjenige, der den Service zur Verfügung stellt, bekommt auch was. Also es ist ein Geben und Nehmen. Die Bevölkerung hat was von dem Wohnmobiltourismus. Und entsprechend wird man auch geschätzt als Wohnmobilist. Ja, Lidl, Aldi, Intermarché haben sich alle eingestellt. Lidl hat extra Parkbuchten für Wohnmobile angelegt. Intermarché in Portugal
bietet extra Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten gegen Gebühr an, die frei zugänglich ist, also ohne Stellplatz. Man holt sich einfach so einen Chip ja. Und dann kann man Frischwasser zapfen und kann sein Abwasser ablassen und die Toilette entleeren. Also die haben sehr wohl was davon und Lidl und so, die schätzen es, wenn man bei ihnen einkauft, was auch sehr viele Wohnmobilisten tun. Natürlich, Flugreisende, die müssen jeden Tag ins Restaurant gehen. Das brauchen wir als Camper nicht. Viele machen das. Wir gehen auch wir immer gehen wieder auch essen. Essen, aber natürlich nicht jeden Nicht Tag. Nicht jeden Tag, ja, schon allein, weil ich ziemlich ja, das hat damit nichts zu wählerisch tun, bin. aber wir gehen ja nicht jeden Tag Ja. irgendwohin essen. Wir haben hier eine Küche, wir gehen einkaufen, kaufen unsere Lebensmittel und kochen uns dann selber was. Aber wir gehen auch essen Und und wir gehen auch an Stellplätze, überwiegend sogar. Nee, teilweise, also es ist 50-50, dass wir freistehen. Je Ja. nachdem, wie sich's ergibt. Wie es sich ergibt. Also wir waren jetzt letzte Nacht zum Beispiel auch auf einem Stellplatz gestanden. Da waren 100 Wohnmobile. Das ist einfach nicht unser Ding. Der Nee, das Stellplatz war gefällt uns wunderschön dann nicht. gelegen, direkt am Strand. Am Strand. Ja, Nicht okay, der Stellplatz war schön. Er lag schön. Ja, hinter der Düne halt, ja. Ihr seht es alles in einem Video, was dann noch kommt von Algarve. Ja, genau. Aber ich persönlich mag diese ganz großen Stellplätze nicht. Da kriege ich manchmal fast keine Luft zum Atmen. Also mir ist es einfach zu eng, zu viel, zu schön. Also mir persönlich liegt es nicht. Ich stehe natürlich viel lieber frei, wie ihr, viele von euch natürlich auch. Ja, wie wir rausgefahren sind, haben wir auch gesehen, auf dem Parkplatz, da waren auch Wohnmobile gestanden. Also ohne dann die Gebühr zu bezahlen. Ja, wir sind reingefahren, zumal wir ja auch versorgen wollen. Ja, eben, genau. Aber es hat sich niemand daran gestört, dass da auch Wohnmobile außerhalb des Stellplatzes übernachtet haben. Also die Problematik oder diese Diffamierung, die wir da erfahren haben von einigen, ja, und die wir auch schon auf anderen YouTube-Kanälen beobachtet haben, also das ist schon ein bisschen eingedeutscht, würde ich sagen. Also die Bevölkerung, die hier lebt, die sieht es nicht so eng, wie das viele Camper-Kollegen von uns sehen. Kann man das so sagen? Ja, nicht die Kollegen, sondern die Zuschauer. Ja, naja, das sind ja Camper-Kollegen in der Regel. Ach so, ja. Ja. Die uns als Nassauer bezeichnen. Einer, ja. Einer wollte uns immer wieder auf Campingplätze schicken und nachher, wie wir dann nicht beide drauf reagiert haben, hat er dann geschrieben, wir sind Nassauer. Also sowas, also ist so was geht ja, gar ja, nicht. Ja. Also die Bevölkerung lebt sehr wohl vom Wohnmobiltourismus und die sind auch nicht unzufrieden damit. Wir sind überall, überall wo wir waren, sind wir in der Regel freundlich empfangen worden, wenn einmal ein Engpass ist. Und es ist ja häufig vorkommen, das habt ihr vielleicht da im letzten Video gesehen, da gab es nie einen Stress, dass uns jemand einen Vogel gezeigt hätte oder beschimpft hätte oder so. Nee, also ist auch jetzt, wie wir nach Cibiona reingefahren sind, da musste sogar Lastwagen dann rückwärts fahren, also wir rückwärts und der Lastwagen rückwärts, damit wir aneinander vorbeigekommen sind. Da gab es nur freundliches Winken und das ist alles überhaupt kein Thema. Ja, also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ja, es ist einwandfrei. Ja. Also es hat sehr wohl durch unser Verhalten einen Mehrwert und wir lassen auch Geld natürlich da. Wir gehen hier einkaufen, wir verpflegen uns hier vollständig. Wenn Marktdach ist, dann holen wir unsere Sachen am Markt. Ja, klar. Wir gehen regelmäßig zum Bäcker und wir zahlen auch unsere Stellplatzgebühren. Und wenn wir nur versorgen, dann zahlen wir unsere Ver- und Entsorgungsgebühr, wie sie da verlangt wird, an den Campingplätzen oder am Stellplatz. Und das wird auch so wertgeschätzt. Wir fühlen uns nicht als Schwarzer. Nein, absolut nicht. Und es wird uns jetzt interessieren, was sagt ihr dazu? Ja, und jetzt, ich muss das jetzt noch loswerden, obwohl du wirst jetzt sagen, das hat jetzt mit unserem Thema nichts zu tun. Aber wenn man so auf Stellplätzen sieht, dann sieht man ja auch manchmal das Verhalten von anderen Camper. Und da denke ich immer, muss dann das sein, könnt ihr euren Müll nicht ordentlich entsorgen oder könnt ihr auch nicht das Wasser ordentlich in euren Camper reinlassen? Ich war da völlig mal perplex. Ich wusste nicht. Da war so ein Ferkel, ich muss wirklich sagen, Ferkel, ja. Am Stellplatz in Faro, da ist ein Schlauch angeboten worden.
Ich habe auch dort Wasser getankt und ich nehme auch nicht gern Schläuche, die da rumhängen, weil man weiß nicht, in welche Kassette die schon gesteckt haben. Aber da ist ein Gardena-Anschluss, das heißt, ich ziehe den alten Schlauch ab und hänge meinen Schlauch hin und dann kann ich ganz normal Wasser zupfen, ohne dass ich die Reste von der letzten Kassette in meinem Wassertank habe. Aber der war wahrscheinlich zu faul dazu, seinen Schlauch anzustecken. Dann ist er so ein Stück vor seinem Einfüllloch ist er gewesen und hat mit dem Strahl da getankt. Versucht rein zu und Dann, natürlich lief die Hälfte. ne, die Hälfte der 80% sind daneben gelaufen und 20% in den Tank rein, bis er dann meinen Blick gesehen hat, ja. Und dann hat er es irgendwann aufgegeben, also der Tank war noch nicht voll. Ja, also ich. Unverschämt, einfach unverschämt, Ja, ja. und eben, ich war da völlig überrascht. Ich sag nur zum Hell, wieso lässt denn der das Wasser laufen? Sein Tank ist doch schon voll, das Wasser läuft raus. Nein, der. Da sagt er, schau mal genau hin, der hat den Schlauch ja gar nicht drin, ja. Ja. Und das sind solche Verhaltenssachen, die manche Camper machen. Und dann wundert man sich, dass man dann vielleicht irgendwann auch mal fürs Wasser bezahlen muss. Ich meine, der Campingbetreiber bezahlt das Wasser ja wahrscheinlich. Der Ja, musste, logisch. der kriegt es bestimmt nicht geschenkt. Und wenn man das dann auch einfach nur so in der Gegend rummacht, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Gebühren immer höher gehen und so. Ja, also genauso wie Wasser ablassen, einfach am Stellplatz. Wir sind dann bei dem 100-Personen-Stellplatz oder 100-Wohnmobil-Stellplatz, bei dem wir gestern Nacht waren. Da sind wir auf einer Wasserlache gestanden. Also da war vorher wahrscheinlich einer, der hat vorher sein Wasser da abgelassen gehabt. Obwohl es Entsorgung gab. Ja, also, Das ja. sind dann solche Sachen, die müssen nicht sein. Also man sollte sich vielleicht schon mal ein bisschen zusammenreißen und was heißt zusammenreißen eigentlich? Sollte das selbstverständlich sein, oder? Ja, aber das gehört ja nicht zum Thema. Ja, Das Thema ist ja Schmarotzen. ja, genau. Aber ich wollte es jetzt einfach loswerden und Helle hat schon im Vorweg gesagt, das gehört jetzt nicht da rein. Aber mir lag das jetzt einfach auf der Seele, das mal loszuwerden. Also, wir wollen eure Meinung dazu hören. Sind wir Schmarotzer, wenn wir frei stehen? Ja, und ich würde sagen, nein. Wir sagen definitiv nein, zumal wir ja auch Eintrittspreise bezahlen. Dienstleistungen in Anspruch nehmen, also auch, wir würden auch gerne mal Schifffahrt machen, aber leider sind keine Schiffe Aber unterwegs. mit der Fähre sind wir Mit gefahren. der Fähre sind wir gefahren, ja. Genau, da hätten wir außen rumfahren können, mautfrei sogar, ja. Und in Restaurants gehen wir genauso rein, also, Ja, wir lassen überall Geld liegen. ja, selbst wenn ich meinen Trollinger dabei habe, aber der ist fast noch nicht angerührt, denn der portugiesische Wein war wirklich sehr lecker. Ist ja immer noch. Ist immer noch, ja, wir haben noch einen Fahrer da. Ja, aber vermutlich kaufen wir uns in Spanien In auch noch Scipione was. gibt es auch einen ganz guten Wein, ja. Eben, Da gehen wir genau. auch Hab gleich einkaufen. gesagt, lass den Wein zu Hause. Hier gibt's gute Wein. Aber ist halt Helle. Ja. Ist halt so. Man hört halt immer nicht auf die Frau, ne? Ja, ein bisschen mehr auf einem Hörer. Ja, also das war jetzt ein kurzes Lebenszeichen von uns. Eure Meinung würde uns sehr interessieren. Und wir wären dankbar für einen Kommentar. Ja, genau. Und jetzt machen wir Schluss, oder? Ja, in diesem Sinne, bald kommt das nächste Video. Wir sind fleißig am Schneiden, aber zwischendurch machen wir auch immer noch Urlaub. Ja, klar, auf jeden Fall. Also, dann würde ich sagen, Wünschen wir euch, ja, macht's gute gut. Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Reisevideo. Ja, wir fahren wieder vermutlich zurück nach Portugal. Aber jetzt grüßen wir erstmal aus Spanien. Tschüss, macht's gut Tschüss und und schreibt uns eure Meinung rein. ja, das hast du schon dreimal gesagt, das reicht. Jetzt langt's. Tschüss. Tschüss.